In Class Telematics haben Sie die Möglichkeit, Nutzer zu Ihrem Telematics-Account hinzuzufügen. In dem Kapitel Verwaltung finden Sie den Menüpunkt Zugriffsrechte. Hier sehen Sie eine Liste der bereits hinzugefügten Nutzer mit entsprechenden Eckdaten. Über das Zahnrad-Symbol können Sie Einstellungen ändern oder den Nutzer aus Ihrem Telematics-Account entfernen. Hier können Sie einen neuen Nutzer zu Ihrem Telematics-Account hinzufügen. Wenn Sie einen Nutzer einladen, geben Sie den Namen und Vornamen ein und weisen ihm einen Telematics-Account zu. Bei der Rolle können Sie zwischen Admin und Benutzer wählen. Im Vergleich zum Benutzer hat der Admin erweiterte Möglichkeiten, zum Beispiel die Nutzer- und Maschinenverwaltung. Die Zugriffsrechte lassen sich zeitlich begrenzen, indem Sie diesen Button betätigen und anschließend ein gewünschtes Datum eingeben. Um den Nutzer einzuladen, geben Sie hier die jeweilige E-Mail-Adresse ein. Bei Bedarf können Sie auch eine Nachricht hinzufügen. Mit Klicken auf Speichern und Einladen bekommt der Nutzer eine E-Mail und kann Ihrem Telematics-Account beitreten.